Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen in meinem Regenbogenzelt. Heute wollen wir eine Perikope aus dem Neuen Testament hören. Eine Geschichte, die Jesus erzählt, um etwas zu erklären. Wir nennen das Gleichnis. Aus dem Neuen Testament, das heißt, wir singen unseren Bibelteil vom Neuen Testament. Ich kenne ein Buch, das von Gott erzählt, von seiner Liebe, von seinen Wundern in der Bibel, im Neuen Testament, wird uns von Jesus und seinen Freunden erzählt. Lukas hat diese Perikope von heute für uns aufgeschrieben. Gib gut Acht. Immer wieder wurde Jesus von seinen Gegnern gefragt, warum gibst du dich mit Leuten ab, die nichts von Gott halten? Warum gehst du in ihre Häuser und feierst mit ihnen und isst mit ihnen? Glaubst du etwa, dass das Gott gefällt? Da erzählte ihnen Jesus diese Geschichte. Es war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne. Eines Tages kam der jüngere Sohn zu seinem Vater und sagte: Gib mir mein Erbteil, das mir zusteht. Ich möchte in die weite Welt hinausgehen. Erbteil, das ist das, was du bekommst oder was der Sohn bekommen hätte, wenn der Vater stirbt, dann wäre das, was dem Vater gehört, aufgeteilt worden. Der eine Sohn bekommt die Hälfte und der andere. Das ist das Erbteil. Und er wollte es halt gleich haben. Der Vater gab ihm sein Erbteil. Der Sohn aber hatte seine Freude daran. Er packte alles zusammen und machte sich auf den Weg in ein fremdes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und feierte mit Freunden ein Fest nach dem anderen. Alle aßen und tranken und der Sohn zahlte alles. Er hatte ja genug Geld. Eines Tages aber ging das Geld zu Ende. Er konnte nichts mehr kaufen. Er konnte auch keine Feste mehr feiern. Aber seine Freunde wollten dann auch nicht mehr seine Freunde sein. Die liefen alle weg. Sie wollten nichts mehr von ihm wissen. Was sollte er jetzt nur tun? Er hatte großen Hunger und er hatte kein Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Alles hatte er schon verkauft. Seine schönen Ringe, seine schönen Kleider, sein Pferd. Aber das Geld hatte nie lange gereicht. Und nun hatte er gar nichts mehr. Er hatte auch nichts mehr zu verkaufen. So ging er von Tür zu Tür und bettelte um Brot. Aber die Menschen konnten ihm nicht viel Brot geben. Sie hatten selber nicht genug. Es war eine große Hungersnot im Land. Da ging er zu einem Bauern und bat ihn: Kann ich dein Knecht sein? Kann ich für dich arbeiten? Und du gibst mir dafür zu essen? Du kannst meine Schweine hüten, sagte der Bauer. Und er schickte ihn hinaus aufs Feld zu den Schweinen. Da saß er nun, der Sohn, draußen vor der Stadt bei den Schweinen. Seine Kleider waren zerrissen und er hatte großen Hunger. Er hätte sogar das Schweinefutter gegessen. Aber der Bauer erlaubte es ihm nicht. Traurig dachte er nach. Er dachte an seinen Vater. Er dachte, mein Vater hat viele Knechte und Mägde, aber die haben alle genug zu essen. Und ich sitze da und ich sterbe vor Hunger.
Ich will wieder zu meinem Vater zurückgehen. Ich will für meinen Vater arbeiten. Ich will sein Knecht sein. Ich werde ihm sagen, Papa, es tut mir leid, was ich getan habe. Bitte lass mich wenigstens für dich arbeiten. Und so machte er sich auf den Weg nach Hause. So wie er war, ohne Schuhe, mit schmutzigen und zerrissenen Kleidern. Es war ein weiter Weg. Er konnte ja nicht reiten. Er musste zu Fuß gehen. Endlich sah er in der Ferne das Haus seines Vaters. Aber er traute seinen Augen nicht. Dort vor dem Haus, dort stand sein Vater. Er hatte ihn nicht vergessen. Er hatte schon auf ihn gewartet. Und er lief ihm sogar entgegen. Und er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Vater, stammelte der Sohn, es tut mir leid. Ich bin schuldig geworden vor dir und vor Gott. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber lass mich wenigstens dein Knecht sein. Aber der Vater fiel ihm ins Wort. Ach, Papperlapapp! Ihr Knechte, kommt her! Holt die schönsten Kleider hervor, lasst ein Bad ein und holt Ringe hervor und Schuhe. Ja, schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir machen ein Festessen und freut euch mit mir, dass mein Sohn lebt. Ich hatte ihn verloren, aber jetzt habe ich ihn wiedergefunden. Und sie feierten miteinander ein fröhliches Fest. Sie aßen und tranken, sie sangen Lieder und tanzten und alle freuten sich mit dem Vater, dass der Sohn wiedergekommen war. Nur einer fehlte bei dem Fest, der ältere Bruder, und als er am Abend von der Feldarbeit nach Hause kam, da hörte er schon von weitem die Musik und das fröhliche Lachen. Und er fragte einen Knecht, »Was geht denn hier vor? Was wird denn hier gefeiert?« »Ja, weißt du das nicht?« sagte der. »Dein Bruder ist wieder da. Darum feiert dein Vater dieses Fest.« »Was?« rief der Sohn wütend. »Was fällt meinem Vater ein? Wie kann er denn sowas machen? Nein, da feiere ich nicht mit.« Und er blieb draußen. Aber sein Vater kam zu ihm heraus und er sagte, »Mein Sohn, komm herein und freu dich mit uns. Feiere mit uns.« »Wie? Ich soll mich freuen? Alle Jahre habe ich für dich gearbeitet und du hast niemals ein Fest für mich gefeiert. Und jetzt kommt dein Sohn nach Hause, der alles Geld verspielt hat und du machst ein großes Fest.« »Mein Sohn«, sagte der Vater, »warum bist du so grimmig? Du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Komm, freu dich mit uns. Wir dachten, dein Bruder sei tot. Jetzt lebt er wieder. Wir dachten, er sei verloren. Aber jetzt ist er wiedergefunden.« Diese Geschichte erzählte Jesus den Menschen, die zu ihm kamen, und alle, die zuhörten, die wussten schon, dass er von Gott, seinem Vater im Himmel, sprach, der alle aufnimmt, die zu ihm zurückkommen, auch wenn sie vielleicht nicht immer Gutes getan haben, auch wenn sie falsche Wege gegangen sind. Gott verzeiht ihnen und nimmt sie wieder auf. Und er freut sich über jeden, der zurückkommt. Das hat also Jesus erzählt und Lukas hat es für uns aufgeschrieben. Eine schöne Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Baba.